So, jetzt bin ich auch wieder. Jetzt bin ich auch wieder da. Wunderbar. Manuel. Ich sehe den Roland Ulrich auch schon und jetzt sehen wir ihn auch alle wunderbar. Ich freue mich, dich zu sehen. Woher bist du jetzt zugeschaltet? Aus Frankfurt, wahrscheinlich wie du gerade auch, oder? Ich bin aus Berlin, Ach so, ja. und hier ist auch praktisch jetzt mein Home Studio. Ja. Also, Berlin grüßt Frankfurt. Ja, schön, dass wir uns auf dem Wege auch mal kennenlernen. Also über andere Kanäle haben sich die Wege immer mal wieder gekreuzt, aber ich glaube, persönlich haben wir uns noch nie kennengelernt, oder? Das Lustige ist, meistens kennt man ja alle vom Sehen, weil man die Leute in Videos oder YouTube oder wo auch immer schon Ja, gesehen hat, aber nicht alle hat man dann schon mal live gesehen. Ja, also schön, dass wir uns so schon mal sehen und hoffentlich spätestens nächstes Jahr dann richtig auf der World of Trading. wär schön, dass wir nächstes Jahr mal wieder Präsenzveranstaltungen machen können, auch für die ganzen Börsentage. Also es ist mal wieder Zeit. Absolut, finde ich auch. In deinem Titel steckt ein Wort, was man sehr, sehr oft hört, Mindset. Also wie jeder so die Einstellung hat, um erfolgreich vielleicht dann auch zu werden. Und du sprichst jetzt über erfolgreiche Trader und welches Mindset die haben. Und bin ich sehr gespannt, was wir daraus ziehen können für uns selber, für unser Handeln. Also lieber Roland, Bühne frei für dich. Ja, vielen Dank, lieber Manuel. Ich werde mal so eine Tour de Raison machen, so meine 30 Jahre Erfahrungen im institutionellen Aktiengeschäft weltweit, als auch in der Betreuung von institutionellen Tradern, Portfolio-Managern, als auch sehr viele private Trader und Anleger, die ich jetzt seit ja tatsächlich schon 12 Jahren betreue. Seit 12 Jahren bin ich selbstständig, war vorher 20 Jahre, wie gesagt, bei verschiedenen Investmentbanken tätig, war auch 5 Jahre in New York. Da haben sich unsere Wege aber nicht gekreuzt, Manuel. Ich weiß gar nicht, wann du da warst. Welche Jahre waren das denn? Ja, jetzt hörst du mich gar nicht. Ich habe nämlich mein Ansteckmikro auch ausgeschaltet Ach und so. deswegen In dauert es dann welchen immer Jahren warst du denn 20 in New Sekunden. York? Ich war 2011 bis 2014 in New York. Ja, das war dann noch deutlich später. Ich glaube, da liegen auch ein paar Jahre zwischen uns. Ich war von 1995 bis 2001 in New York und bin also vor 9/11 sozusagen ein paar Monate vorher zurückgekommen und habe dann noch so die wilden Jahre erlebt, bevor dann so die Boom-Jahre, bevor dann der Bust kam. Und das war eine wilde Zeit, aber habe einfach sehr, sehr viel gelernt. Wie professionelle Anleger reagieren, wie die agieren an den Märkten, wie die investieren in den Märkten und was die letztendlich erfolgreich macht und was die eben nicht erfolgreich macht. Und ich versuche einfach dieses Wissen aus diesen vielen, vielen Jahren zu transportieren in den privaten Anlegerbereich. Das heißt, was können private Anleger und Trader von den Profis wirklich lernen? Was können die besser machen? Was können die anders machen? Was sind so die Erfolgsfaktoren? Und letztendlich, was ist so das Mindset, was man braucht, um an den Börsen wirklich nachhaltig erfolgreich sein zu können, je nachdem, in welchem Zeitfenster man unterwegs ist. Man muss immer sehr, sehr vorsichtig sein, ob man als kurzfristiger Trader, also als Scalper unterwegs ist oder ob man eher als langfristiger Trader, Swing Trader oder dann eben als Investor unterwegs sind. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Und da muss man eben sehr aufpassen, dass man hier den Zeitrahmen, die Zeitfenster nicht allzu sehr verschiebt. Eine Aber kurze Anmerkung oder Story dazu, weil wir jetzt so über New York gesprochen haben und ich will dir auch gar ja. nicht viel Zeit klauen. Ich war ja 10 Jahre nach dir da und Ja. habe auch so viele Leute kennengelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und ich hatte damals zum Beispiel auch ein Interview mit dem richtigen Wolf of Wall Street, also nicht mit Leonardo DiCaprio, sondern mit Jordan Belfort. Ja. Und da, das haben ja einige sehr übel genommen, einige Trader, auch direkt an der New York Stock Exchange. Da Tatsächlich, wurde ich ja. sehr angegangen, weil Ja. das für die Beispiele sind, mit denen sie nichts zu tun haben wollen, mit Leuten, die Anleger verarscht haben, die Ja. Geld ja hinterzogen haben, Leute betrogen haben. Und diese Moralvorstellung, das hat mir sehr gut gefallen und da habe ich mich auch sehr Ja. gerne für kritisieren lassen. Ja, das waren also diese zwei Seiten. Die Retail Broker haben eben auch wirklich Anleger übers Ohr gehauen. Die haben die in Aktien, in Penny Stocks reingetrieben, um an den Commissions, an den Gebühren Geld zu verdienen. Und viele Anleger haben sehr, sehr, sehr viel verloren dabei. Und das ist eben durchaus diese unseriöse Seite des Geschäftes. Aber die institutionellen Broker, die ja Drittgelder verwalten,
die Gelder von Pensionskassen, von Kirchen, von Versicherungsunternehmen verwalten, große Pensionsgelder verwalten, die haben natürlich ganz andere Ansprüche, ganz andere Anforderungen. Also das ist nochmal ein Thema für sich. Aber bevor wir das jetzt weiter vertiefen, würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Präsentation. Ich muss gerade mal gucken, wenn ich meinen Bildschirm hier freigebe, ob man dann jetzt meine Präsentation sehen kann. Und zwar so. Ich bräuchte mal kurz Feedback. Vera, kann man die sehen, die Präsentation? Ah, das ist hervorragend. Kann man mich eigentlich auch noch sehen? Okay. aber dann gehen wir einfach mal so durch. Wie kann ich denn jetzt wieder von Präsentationsmodus zurückkommen in das Ursprungsbild? Okay, also unter Stoppen dann. Okay, da weiß ich Bescheid. Okay, fangen wir mal an. Jetzt haben wir ja genug der Vorrede gehabt. Was ich jetzt versuche in der Kürze der Zeit, ist, mal einen Überblick zu verschaffen, meine Erfahrungen der 30 Jahre im Börsengeschäft, im institutionellen und im privaten Trading und was letztendlich so die Erfolgsfaktoren sind und sprich, was eben das Mindset ist für erfolgreiches Trading. Das heißt, welche Trader-Persönlichkeit schafft es im Markt? Wir wissen ja alle, es schaffen letztendlich nur sehr, sehr wenige. Wir kennen alle die Statistiken, dass 90-something% aller privaten Anleger und Trader nicht erfolgreich sind an der Börse. Und das kann ja nicht an Systemen, an Plattformen und an Know-how liegen. Das muss ja einen anderen Grund haben. Und der ist dann tatsächlich auf der persönlichen Ebene zu finden. Und wenn wir jetzt hier mal durchgehen, ich habe hier mal so kurz auf einem Slide dargelegt, was so die Erkenntnisse der Behavioral Finance und Neurofinance Forschung der letzten 30 Jahre sind. Und das ist doch ziemlich ernüchternd. Der Nobelpreisträger Kahneman hat das mal auf den Punkt gebracht, dass wir eigentlich für das Börsengeschäft vollkommen ungeeignet sind mit unserer Grundveranlagung, mit sozusagen der Hardware, die uns die Natur mitgegeben hat, dass wir systematisch unsere Fähigkeiten überschätzen, dass wir nicht wirklich in der Lage sind, Fehler zu korrigieren, dass unser Gehirn weder rational noch lernfähig ist, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, dass wir finanzielle Risiken falsch einschätzen und auch keine einheitliche Risikoeinschätzung haben, sondern unsere Risikotoleranz ändert sich ganz maßgeblich, ob wir im Gewinn oder im Verlust sind. Also wir haben dann sehr volatiles Risikoverhalten. Wir lassen uns sehr stark von Emotionen leiten, haben immer Angst, Geld zu verlieren und werden dann gierig, weil wir dann wieder Geld gewinnen wollen und so weiter und so fort. Also ich will das gar nicht so vertiefen. Der Punkt ist, die Erkenntnisse aus der Forschung sind durchaus ernüchternd. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man es denn schaffen oder woran liegt es dann eben auch? Und ich habe jetzt nochmal so ein, zwei Slides zu dem Thema, woran liegt es? Und das ist letztendlich die Tatsache, dass unser Gehirn und unser Verhalten das Ergebnis von Jahrmillionen der Evolution ist. Und dass unser Gehirn im gewissen Sinne ein lebendes Fossil ist, weil sich unser Gehirn nur relativ langsam anpasst, weiterentwickelt und verändert. Das heißt, wir haben heute noch Reizreaktionsmuster, Verhaltensmuster, die letztendlich dazu bestimmt sind, in der Steinzeit gegen das Mammut oder gegen den Konkurrenten oder gegen den Säbelzahntiger zu bestehen. Und diese Verhaltensweisen zeigen sich eben an der Börse, dass wir dann anfangen zu kämpfen gegen die Börse, wie Don Quixote gegen die Windmühlen, unsere Verluste wieder reinholen wollen. Wir wollen Recht haben, wir wollen gewinnen und fangen dann an zu kämpfen. Und wer gegen die Börse kämpft, hat schon von vornherein verloren, wie wir wissen. Oder es ist halt dieser Fluchtinstinkt, dass wir einfach wegschauen, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass wir im Verlust sind, dass wir dann Stop-Loss-Limit rausnehmen, weil wir den Schmerz der Realisierung von kleinen Verlusten nicht ertragen können. Dann kommt der Todstellreflex, das heißt, wir machen dann wirklich komplett aus, gucken weg, sind nicht mehr handlungsfähig. Das sind alles so Dinge, die ganz tief in uns verwurzelt sind. Um das abzukürzen, es hat mal ein Forscher gesagt, dass die Gesetze der Börse im Grunde den menschlichen Denk- und Verhaltensweisen vollkommen widersprechen. Und das ist eine der Grunderkenntnisse, die wir uns eigentlich erstmal klar machen müssen, dass wir von Natur aus für dieses Geschäft an der Börse nicht geeignet sind, weil die Mechanismen an der Börse ganz andere sind
und die Funktionsweise der Börse ganz anders ist als das, was wir als Menschen an Denk- und Verhaltensmustern im Laufe unseres Lebens übernommen haben oder über unsere Gene absorbiert haben. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Und ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel dieses massenpsychologische Phänomen, dass Börse Psychologie ist, aber Börse ist eben vor allen Dingen Massenpsychologie. Von Natur sind wir Menschen eben Herdentiere. Wir folgen der Herde, wir folgen der Mehrheitsmeinung, wir haben diesen Hang zur Konformität, was einfach daran liegt, dass der Mensch von Natur aus in der Evolution keine Chance hatte, alleine zu überleben. Das heißt, der Einzelne hat nur überlebt in der Kohorte, in der Gruppe. Und das ist tief in unserem Gehirn verankert. Sobald ich mich gegen die Mehrheitsmeinung, gegen die Börse, gegen die Märkte stelle, wird unbewusst Angst erzeugt, das Schmerzzentrum im Gehirn, also die Amygdala, wird aktiviert, es werden Stresshormone freigesetzt mit dem Ziel, dass ich mich der Herde wieder unterordne, anschließe und eingliedere. Mein limbisches System schlägt einfach Alarm. Und das ist zum Beispiel das, was wir seit dem Corona-Crash gesehen haben. Das ist ein klassisches massenpsychologisches Phänomen. Wir kennen es unter dem Schlagwort FOMO, also dieses Fear of Missing Out oder TINA, There is no alternative. Das heißt, wir fühlen uns unbewusst dazu verleitet oder gezwungen, mitzumachen, mitzuinvestieren und mitzugehen, auch wenn es fundamental vielleicht das eine oder andere Mal herzlich wenig Sinn gemacht hat, wenn die Bewertung der Finanzmärkte vollkommen von der Realwirtschaft abgekoppelt war. Aber das sind einfach sehr, sehr starke Antriebe, die wir tief in uns verwurzelt haben. Und es ist nur sehr, sehr schwer, sich dagegen zur Wehr zu setzen und dann eben auch rational zu handeln. Und das ist ein Thema. Ich habe es mal hier so zusammengefasst. Warum ist es so schwer, an der Börse Geld zu verdienen? Es ist letztendlich der Faktor Mensch mit seinen genetischen Veranlagungen und einem Gehirn, das aus einer völlig anderen Zeit stammt. Und es verändert sich eben nur um, wie ein Hirnforscher mal sagt, um wenige Prozent alle 10.000 Jahre. Das heißt, die neurobiologischen Voraussetzungen für erfolgreiches Trading sind von Natur aus nicht gegeben. Ich habe das relativ ausführlich in meinem Buch über Trading-Psychologie, was jetzt Anfang des Jahres rausgekommen ist, auch geschildert. Bin auch sehr intensiv auf die neurowissenschaftliche Forschung dort eingegangen, warum das so ist. Also das ist erstmal der erste Punkt. Zu verstehen, von Natur aus haben wir diese Hardware nicht mitbekommen. Börse funktioniert nach ganz anderen Mechanismen und das müssen wir erstmal anerkennen und akzeptieren und auf der Basis dann Strategien entwickeln, wie wir erfolgreich werden können. Ich habe mal eine Zeit mit dem Professor Weber von der Uniklinik in Bonn zusammengearbeitet. Wir haben sehr viel in Hirnscannern gearbeitet, um einfach zu sehen, welche Gehirnareale wann und warum aktiviert sind, wenn wir finanzielle Entscheidungen treffen, wenn wir finanzielle Risiken eingehen. Das ist eine hochspannende Forschungsrichtung, die einfach sehr viel von dem erklärt und beweist, was die verhaltensökonomische Forschung schon seit Jahrzehnten postuliert, und sagt, warum wir so irrational sind. Aber sie können es halt letztendlich nicht beweisen. Und die Hirnforschung ist halt in der Lage, die Verhaltensweisen, die wir an der Börse zeigen, eben auch nachzuweisen im Gehirn, im Hirnscanner, warum wir so handeln, wie wir handeln, warum wir so irrational sind, warum wir so emotional sind, was dieses Herdentriebverhalten zur Folge hat, warum wir im Verlust so risikofreudig werden und die Stop-Loss-Limite rausnehmen, die Position erhöhen, also diese Martingale-Strategie im Grunde fahren, was natürlich irgendwann zu einem Totalverlust führen wird. Auf der anderen Seite sind wir sehr, sehr risikoscheu. Wenn wir ein gutes Investment gemacht haben und im Plus liegen, kommt halt dieser Instinkt, dieses Instant Gratification. Das heißt, wir wollen uns sehr schnell belohnen und nehmen Gewinne einfach viel zu früh mit. Und das ist letztendlich auch der Hauptgrund, warum die meisten Anleger nicht erfolgreich sind. Es ist die Kombination aus Gewinne zu früh mitnehmen. Wir werden risikoavers, wenn wir in die Gewinnzone reingehen, aber Verluste laufen zu lassen. Wir werden risikofreudig, wenn wir in den Verlust reingehen. Und in dieser Kombination kann man natürlich nicht erfolgreich sein, weil Börse ist letztendlich ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und mit Mustererkennung. Und darüber muss ich mir einfach klar sein. Und wenn ich eine Erfolgswahrscheinlichkeit von
im Schnitt 50% habe, also 50% meiner Trades sind Gewinner und 50% sind Verlierer, dann ist das an sich kein Problem. Wenn ich es schaffe, meine Gewinner laufen zu lassen, um meine Verluste sehr frühzeitig und sehr konsequent zu begrenzen. Aber das können halt die wenigsten und das ist das Problem. Deshalb, die Erfolgsfaktoren im Trading, ich habe es hier in dem Bild mal gezeigt, ist ja eigentlich eine Kombination. Das ist eine Triade oder man könnte das ohne Wort triell benutzen. Es ist eine Kombination aus konsequentem Risikomanagement und Money Management, dass ich einfach wirklich meine Positionsgröße klein halte. Denn es gibt ein Gesetz der Finanzmathematik, die die meisten Anleger immer wieder trifft. Es ist die Tatsache, dass es wahnsinnig schwierig ist, sich von einem Drawdown und einer Verlustserie wieder zu erholen. Jeder kennt diese Statistik. Wenn ich mit einem Trade 10% verliere, brauche ich anschließend 11%, um wieder auf meinen Einstand zu kommen. Aber wenn ich in einer Verlustserie, in einem Drawdown 50% von einem Trading-Konto crashe, brauche ich anschließend 100% Performance, um wieder auf mein Einstandsniveau zurückzukommen. Und das schafft kaum einer. Und das ist genau das Problem. Deswegen ist eins dieser zentralen Lektionen hier konsequentes Risikomanagement und Verlustbegrenzung. Einfach dafür sorgen, dass ich mit einzelnen Trades kein Klumpenrisiko eingehe und so die Verluste gering halte. Denn am Ende des Tages werde ich zwangsläufig bei einer Erfolgsquote von 50-60% meinetwegen immer wieder Verlustserien habe. Das ist einfache Mathematik. Wenn ich eine 50-prozentige Gewinnchance habe, eine 50-prozentige Verlustchance habe, dann habe ich eine 25-prozentige Chance oder ein Risiko, zwei Verlusttrades hintereinander zu machen. Und dann kann ich das aufmultiplizieren, dann habe ich eine 12,5-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich drei Verlusttrades hintereinander mache und so weiter und so fort. Wenn ich als aktiver Trader meine 20, 30 Trades pro Tag abfeuere und über die Woche gesehen vielleicht auf ein paar hundert komme, dann werde ich zwangsläufig Verlustserien hinlegen. Ich werde immer wieder Situationen haben, wo ich 3, 4, 5 Verluste hintereinander einfahre. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich Risikomanagement betreibe und dafür sorge, dass so eine Verlustserie nicht mehr als 10 oder 20% meines Trading-Kontos crashen kann. Ansonsten werde ich mich von diesen Verlusten kaum noch erholen können. Also das ist wirklich wichtig. Der zweite Teil, Methodik, das ist halt die Strategie, der Handelsplan, den ich habe, das Setup, was ich habe. Und daran muss ich mich eben auch halten. Und das ist die einzige Chance, mit der ich es schaffen kann, diese von Natur aus beschränkte Hardware, die ich mitbekommen habe, in den Griff zu bekommen. Ich brauche einen absolut regelbasierten Trading-Ansatz. Ich brauche einen systematischen Ansatz. Ich brauche eine Handelsstrategie, die backgetestet und erfolgserprobt ist. Und die muss ich konsequent umsetzen und auch wirklich hochdiszipliniert umsetzen. Und dann kommt der dritte Teil, das ist die Psychologie. Und die hält im Grunde alles zusammen. Ich habe mir mal, irgendwann hat mir mal ein Teilnehmer gesagt, Methodik, das ist das, worauf sich die Anfänger im Trading konzentrieren. Die wollen das perfekte Handelssystem, die perfekte Plattform, die perfekte Methode, sozusagen die Erfolggarantie, sozusagen der heilige Grat, was die Raschke mal gesagt hat, the holy grail of trading, gibt's aber nicht. Es gibt nicht die Erfolgsgarantie, es gibt nicht das perfekte System. Das ist alles Bullshit. Am Ende des Tages brauche ich eine gute Methode. Und Methode ist das, worauf sich die Anfänger konzentrieren. Und wenn man dann die ersten schmerzhaften Erfahrungen gemacht hat an der Börse und die ersten großen Verluste eingefahren hat, dann kommt man irgendwann dazu, das Risikomanagement dazu zu nehmen. Und wenn man die beiden Sachen dann kombiniert hat, dann hat man irgendwann verstanden. Und das ist der Punkt, wenn man mit den Profis spricht. Die Profis sagen am Ende des Tages, es ist das Mindset. Es ist die emotionale Stärke. Es ist Psychologie. Und Trading ist Psychologie unter einem Brennglas. Gerade im kurzfristigen Zeitfenster spielt Psychologie die ganz entscheidende Rolle. Und erst wenn ich diese drei Dinge kombiniere, bin ich im sogenannten Sweet Spot. Also in dem Bereich, wo ich die Chance habe, wirklich auch nachhaltig erfolgreich zu sein. Und darum geht es ja letztendlich. Und das wollen wir ja alle erreichen. Jetzt gehen wir mal auf den nächsten. Die meisten Trader sind allerdings festgetackert hier in diesem Bereich, in diesem Teufelskreis, aus dem es nur schwer rauszukommen ist. Es ist die Gier, Geld verdienen zu wollen, möglichst ein perfektes System zu finden, was einem den Erfolg garantiert.
Und die Gier führt eben dazu, dass ich das Risikomanagement außer Acht lasse, dass ich kein vernünftiges Money Management betreibe, dass ich übermäßige Risiken eingehe. Da kommt natürlich die Angst als stärkste menschliche Emotion mit herein. Die Angst, den Einstieg zu verpassen, die Angst, dass die Verluste ausarten können, überhaupt, dass ich Geld verlieren kann. Und all das bringt mich aus dem emotionalen Gleichgewicht heraus. Und dann kommt natürlich das Ego. Das sind halt diese ganzen Cognitive Biases, also Wahrnehmungsverzerrungen. Das Ego will natürlich immer Recht haben. Das heißt, wir blenden Dinge aus. Wir versuchen, Sachen wegzurationalisieren. Das heißt, wir sind am Ende des Tages wenig lernfähig. Und die meisten Trader, und das gilt wahrscheinlich für 90%, hängen genau in diesem Kreislauf fest und kommen dann nicht heraus und schaffen es nicht, in diese Balance zu kommen. Das heißt eben auch, die Distanz zu den Märkten zu haben, die emotionale Distanz, Verluste auch ertragen zu können und verkraften zu können, weil Verluste gehören zum Trading-Geschäft dazu. Und erst wer das wirklich akzeptiert hat und annehmen kann, dass er regelmäßig Verluste macht im Trading, erst dann hast du eine Chance, auch wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe jetzt mal 2, 3 Autoren hier mit reingenommen, die ich ganz interessant fand, die auch ganz exzellente Bücher geschrieben haben, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, abgesehen von meinem Buch natürlich. Das ist hier der Van Tarp, das ist wahrscheinlich der bekannteste Trading-Coach, Berater und Psychologe und mehrfacher Bestseller-Autor. Der hat es mal zusammengefasst, ich habe es hier mal, weil seine Bücher auch in Deutsch erschienen sind, die deutschen Zitate genommen. Sagte, was ist der wichtigste Faktor im Trading? Ja, das bist du selber. Das sind nicht die Handelssysteme, das sind nicht die Plattform, das ist nicht der Broker. Verantwortlich bist nur du selber. Er sagte immer auch, das Problem ist, dass wir als Trader am Ende des Tages unsere Meinungen, unsere Überzeugungen und unsere Glaubenssätze handeln und nicht notwendigerweise die Märkte. Und das ist halt fatal. Und er sagt auch, das ist im ersten Moment, denkt man, was meint er denn damit? Es gibt mehr erfolgreiche Strategien als erfolgreiche Trader. Er macht immer wieder diese Versuche in seinen Ausbildungen. Er gibt 100 Tradern das identische Trendfolgesystem mit dem identischen Setup. Alle sind gleich kapitalisiert. Und am Ende des Tages bekommt er 100 unterschiedliche Ergebnisse. Warum? Es ist der Faktor Mensch, der den Unterschied macht. Weil jeder sieht die Märkte anders, jeder reagiert anders, jeder bestimmt die Positionsgröße anders, seine Entry Points, seine Exit Points anders. Und jeder tickt einfach anders. Das heißt, selbst wenn alle die exakt identische Strategie zum Traden bekommen, wirst du am Ende des Tages unterschiedliche Ergebnisse herausbekommen. Und das ist halt genau der Knackpunkt. Und ein anderer, auch sehr, sehr bekannter Trading-Psychologe und Coach, der ganz exzellente Bücher geschrieben hat, ist der Brad Steenbarger, auch aus den USA. Ich habe hier mal sein englisches Zitat übernommen und er sagt letztendlich, damit kommen wir zum Hauptthema dieser Präsentation. Es ist einfach dieser Mismatch zwischen der Handelsstrategie und dem System, welches der Trader benutzt, und seiner Persönlichkeit, das heißt seinen Fähigkeiten, seinen Bedürfnissen. Und diesen Fit hinzukriegen, ist die eigentliche Herausforderung im Trading. Das heißt, es hinzubekommen, dass ich den zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Stärken und meinen Fähigkeiten passenden Trading-Stil finde. Nicht jeder ist dafür geeignet, als Scalper im 5-Minuten-Fenster zu agieren. Nicht jeder ist dafür geeignet, als Swing-Trader im längerfristigen Bereich zu agieren. Nicht jeder ist in der Lage, Overnight-Risiken einzugehen und zu handeln. Manche sind als Investoren, als langfristige Investoren, die auf Monats- oder Jahresbasis handeln, sehr, sehr viel besser geeignet. Und die Frage stellen sich einfach die wenigsten. Für was bin ich eigentlich geeignet? In welchem Zeitfenster, in welcher Marktnische, mit welchen Instrumenten fühle ich mich wohl und kommen meine Stärken eigentlich wirklich zur Geltung? Und das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, da sind doch eigentlich die Tools aus der Persönlichkeitsforschung, aus der Kompetenzforschung, aus der Persönlichkeitsentwicklung prädestiniert dafür, herauszufinden, was zu einem passt. Und da habe ich halt die verschiedenen Tools aus meiner Arbeit als Führungskräftecoach und Persönlichkeitsentwickler genutzt und sozusagen aufs Trading übertragen und überschrieben. Das heißt, um herauszufinden,
was liegt mir? Ich habe das in meinem Buch sehr, sehr ausführlich auch beschrieben und nutze hier im Grunde zwei Profile, die ich für sehr, sehr spannend halte. Ich habe die auch, um das hier mal gerade vorwegzunehmen, als Free Download auf meiner Website drauf. Das ist dieser Bereich Eignungsdiagnose für Trader. Hier gehe ich ausführlich darauf ein, welche Tools es gibt und welche ich zum Beispiel im Trader-Coaching, in der Beratung für professionelle und für private Trader einsetze. Das heißt, herauszuarbeiten, was sind eigentlich meine Fähigkeiten? In welcher Marktnische kann ich erfolgreich sein? Was lässt meine Persönlichkeitsstruktur eigentlich zu? In welchen Feldern, in welchem, vor allen Dingen in welchem Zeitfenster kann ich aktiv werden, sodass es mir erstens Spaß macht und dass ich zweitens erfolgreich bin? Ich habe hier einen weiteren Teil, das sind so die 10 Grundregeln für den perfekten Trading-Tag, kann ich auch jeder kostenlos runterladen auf meiner Website und das ganz entscheidende Tool, das persönliche Trading-Tagebuch. Es ist immer für die meisten relativ lästig, sowas zu machen, aber Trading ist Persönlichkeitsentwicklung, es ist permanenter Lernprozess. Und wenn ich mein Mindset weiterentwickeln will und wenn ich meine Persönlichkeit als Trader weiterentwickeln will, dann muss ich permanent dazulernen. Und das kann ich am besten über ein Trading-Tagebuch, weil so erkenne ich die Muster im Markt. Im Nachhinein kann ich das aufarbeiten und auch meine persönlichen Denk- und Verhaltensmuster, die mich dazu gebracht haben, so zu traden, wie ich trade. Und es ist unglaublich wichtig, das herauszufiltern. Wo liegen da die Fehler, die ich gemacht habe? Wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Und das ist unglaublich wichtig. Ich habe hier auch Beispiele drin, wie so ein Trading-Tagebuch aussehen kann, was man wirklich täglich führen sollte und dann auch wirklich am Ende des Trading-Tages auswerten sollte und dann auch am Ende der Woche, um dann auch mal nachzugucken, wie hat sich jetzt das Instrument, der Markt oder was immer ich getradet habe, denn danach entwickelt? War das denn auch im Nachhinein noch betrachtet eine gute Entscheidung oder habe ich da eine Fehlentscheidung getroffen? Und das ist einfach der Punkt. Ich habe es hier, das Buch, gibt es auch eine Buchbesprechung im Traders Magazin vom Mai dieses Jahres. Gibt aber noch mehrere Buchbesprechungen darüber. Gehe ich auch nochmal ausführlich darauf ein, wie man ein Trading-Tagebuch führt, wie man damit umgeht, um eben dieses Mindset zu entwickeln, dass ich erfolgreich am Markt werden kann. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu diesen Tools, die ich hier nutze im Coaching und in der Beratung von Tradern. Das ist einerseits ein Motivprofil, um zu gucken, was habe ich für Persönlichkeitsmerkmale, was für Charaktereigenschaften, wie ist meine Risikotoleranz, wie ist meine Entscheidungsfähigkeit, wie ist meine Stressresilienz und meine Prinzipienorientierung. Das heißt, halte ich mich an Strategien, an Pläne oder bin ich derjenige, der permanent manuell eingreift? Wie bin ich strukturiert? Und das gibt in der Regel ein sehr, sehr, sehr gutes Bild. Also wird vor allen Dingen im professionellen Bereich gerne angewendet, über die Persönlichkeit auch, wer ist als Trader zum Beispiel bei einer Bank wirklich geeignet, den Job erfolgreich machen zu können. Das heißt, wer bringt die Eigenschaften mit, die ich brauche, um im Trading erfolgreich zu sein? Der zweite Bereich, hier geht es um Trader-Kompetenzen. Das heißt, ich habe hier mal ein Anforderungsprofil entwickelt auf Basis dieses Kompetenzprofiles. Das heißt, welche Kompetenzanforderungen sollten im Trading wirklich zum Tragen kommen? Welche sind wichtig? Und man kann ja dieses Online-Verfahren nutzen und die persönlichen Ergebnisse werden dann hier in die Trendkanäle abgetragen, um zu gucken, wo liege ich hier in der Range, in der Anforderungsrange und wo liege ich weit draußen? Und das gibt einfach ein sehr, sehr gutes Bild, wo wirklich meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen sind. Kompetenzen sind im Grunde Handlungsfähigkeiten. Und für mich ist es einfach wichtig zu wissen, was passiert, wenn ich unter Druck, wenn ich unter Stress gerate. Falle ich aus meinen Kompetenzrastern raus oder bleibe ich in meinen Kompetenzen drin? Und das heißt, um ein Beispiel zu nennen, werde ich zum Staccato-Trader, wenn ich unter Stress und Druck komme und fange mit Revenge-Trading und Overtrading an und übertreibe es einfach, vergesse mein Risikomanagement. Oder verfalle ich in eine Handlungsstarre und bin nicht mehr entscheidungsfähig und schaue wie das Kaninchen auf die Schlange und sehe zu, wie die Verluste ausufern, immer größer werden, aber
ich bin nicht mehr in der Lage, hinzugucken. Ich gucke regelrecht weg und bin nicht mehr handlungsfähig. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium, was hier zur Anwendung kommt. Wie reagiere ich unter normalen Bedingungen im Trading und wie reagiere ich und welchen Zugang habe ich zu meinen Kompetenzen, wenn es wirklich kritisch wird, wenn ich unter Stress und unter Druck komme, wenn jetzt irgendwas passiert an den Märkten. Und hier zeigen sich teilweise gewaltige Abweichungen bei Einzelnen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man intervenieren muss und wo man gucken muss, okay, hier liegen Schwächen vor, hier liegen Defizite vor. Wie kann ich daran arbeiten? Wie kann ich das in den Griff bekommen? Und wie muss ich vielleicht meine Regeln nachschärfen, mein System nachschärfen, um hier wirklich auch diesen evolutionären Fallen und diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Aber wie gesagt, ich habe das in dem freien Download nochmal aufgezeigt. Und ich habe sie auch nochmal zusammengefasst, was es eigentlich heißt, Mindset und Trading-Stil. Es fängt im Grunde damit an, dass die meisten im Grunde gar nicht wissen, was ihre Fähigkeiten sind, was ihre Kompetenzen sind. Und sich auch darüber klarzumachen, dass es ein Naturtalent für Trading eben nicht gibt. Trading ist ein Handwerk, was man erlernen muss, aber was eben auch jeder erlernen kann. Und man sollte auch möglichst in einem großen Zeitfenster anfangen. Also im Grunde, man muss sich das eigentlich so vorstellen, wenn ich ein Computerspiel mache, dann fange ich mit Level 1 an, Anfängerlevel, und arbeite mich dann Stück für Stück für Stück hoch. Je besser ich werde, umso schneller komme ich hoch, bis ich dann irgendwann das Profi-Level erreicht habe. Im Trading ist es anders. Hier bin ich direkt in der Champions League. Hier gibt es keine verschiedenen Levels, keinen Anfängerbereich. Ich bin direkt in der Champions League voll mit dabei und muss mit den Großen zurechtkommen, die mich natürlich gerne übers Ohr ziehen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, eine Strategie zu haben, ein System zu haben, einen Handelsplan zu haben, ein klares Setup zu haben, was ich diszipliniert umsetze. Und nur so habe ich eine Chance, wirklich erfolgreich zu sein. Mal so ein bisschen hier und da rumzuzocken, mal hier was mitzumachen und da was mitzumachen. Das mag eine Zeit mal funktionieren, aber man verwechselt dann sehr schnell Zufall mit Können und man wird damit nicht nachhaltig erfolgreich werden können. Deswegen ist Trading ein Stück harte Arbeit an der eigenen Persönlichkeit, am eigenen Mindset, die eigenen Stärken zu entwickeln, herauszuarbeiten, die zu einem passen und dementsprechend dann die Marktnische, das Marktinstrument, das Zeitfenster zu finden, das letztendlich diese eigenen Stärken auch zur Geltung bringt. Das heißt, den zu meiner Persönlichkeit passenden Trading-Stil zu finden, weil nur dann werde ich erfolgreich sein. Und das ist so die Lehre, die einem die ganzen Profis letztendlich mitgeben. Wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich meine Psychologie optimieren, dann muss ich daran arbeiten, dass ich wirklich das finde, was zu mir passt und meine Stärken herausarbeite und dann anschließend, wie man so schön sagt, profitieren statt spekulieren und dafür sorgen, dass ich ein Regelwerk aufbaue, an das ich mich auch wirklich halte. Ich brauche ein klares Setup mit einem Stop-Loss, mit einem Take-Profit, mit einer Positionsgröße und einem Zeithorizont, in dem ich unterwegs bin an den Märkten. Und das teste ich. Und idealerweise auch ein Demokonto. Das ist auch eine wichtige Lektion, die ich jedem empfehlen kann. Jeder Profi verbringt sehr viel Zeit auf dem Demokonto und probiert immer wieder neue Strategien, immer wieder neue Vorgehensweisen auf dem Demokonto aus. Und erst wenn es dort wirklich funktioniert, dann geht er damit in den Echtgeldhandel rein. Vorher aber nicht. Und das wird auch gerne unterschätzt. Da fehlt dann sozusagen so die Disziplin und auch die Geduld, einfach mal Dinge auszutesten und auszuprobieren. Man hat so die Angewohnheit, sich gerne auf Systeme zu verlassen, auf seine Nase, auf seinen Instinkt zu verlassen. Aber das ist einfach gefährlich, weil am Ende des Tages ist der Schutz des eigenen Depots die oberste Priorität. Und das kriege ich einfach nur schwer umgesetzt, wenn ich mal so ein bisschen ad hoc hier und da rumhandle, mal gucke, ach, dann bin ich erfolgreich, mache ich das nochmal, bis ich nicht mehr erfolgreich bin. Damit werde ich nicht nachhaltig an der Börse Geld verdienen können. Deswegen Börse ist letztendlich, oder erfolgreicher Handel an der Börse ist auch ein Stück weit langweilig, weil ich enorme Disziplin brauche, weil ich ein erfolgserprobtes, weggetestetes System brauche, eine Strategie brauche, die ich diszipliniert umsetze. Immer wieder und immer wieder. Und nur dann habe ich eine Chance, an der Börse auch zu bestehen. Denn
Ich hatte es am Anfang kurz erwähnt, es geht um Wahrscheinlichkeiten und es geht um Mustererkennung. Und deswegen ist technische Analyse auch so extrem wichtig und so extrem hilfreich. Denn selbst die besten Trader sagen, dass sie mit ihren Strategien kaum eine höhere Trefferquote von 50 oder 60% haben. Das braucht man auch nicht. Solange ich es schaffe, meine Gewinne auch immer mal wieder laufen zu lassen, große Gewinne einzufahren und die Verluste konsequent zu begrenzen. Also konsequente Stop-Loss in der Mitte fahren und die nicht rausnehmen und nicht in den Verlust hinein verbilligen und nachkaufen, sondern Verluste konsequent ausstoppen lassen, dann bin ich auch erfolgreich. Und das ist so ein bisschen in dem Buch vom Mark Douglas, In the Zone, sehr, sehr empfehlenswert. Der vergleicht das letztendlich mit einem Casino. Im Casino gibt es ja auch bestimmte Wahrscheinlichkeiten, bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeiten, ob man jetzt Roulette oder Blackjack oder sonst was spielt oder einarmigen Banditen rumzockelt. Am Ende des Tages gewinnt immer der Casino-Betreiber, weil der Casino-Betreiber einen statistischen Vorteil hat, den er konsequent ausspielt, egal wie viel du als Spieler zwischendurch immer wieder gewinnst und den Jackpot holst oder was auch immer. Der Casino-Betreiber weiß, dass er am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats Geld verdienen wird, weil einfach die Statistik für ihn spricht. Am Roulette-Tisch ist es halt die Zahl 0, die den entscheidenden Unterschied ausmacht, die dafür sorgt, dass der Casino-Betreiber eine Gewinnwahrscheinlichkeit von leicht höher als 50% hat, mehr aber nicht, aber das reicht. Und das ist halt so der Schritt, den der Trader machen muss. Er muss vom Spieler im Casino, wo er immer verlieren wird am Ende des Tages, zum Casino-Betreiber werden im Trading. Das heißt, er sucht sich eine Strategie, einen Handelsplan, der ihm eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit gibt. Aber die gibt es nicht im ersten Trade und nicht im zweiten Trade und nicht im fünften Trade und nicht im zehnten Trade. Diesen statistischen Edge habe ich erst nach einer bestimmten Mindestanzahl von Trades. Und das ist genau das, was Kurzfrist-Trader machen. Sie suchen sich eine Strategie, mit der sie erfolgreich sein können. Es ist eine Backtest, eine erfolgserprobte Strategie. Und die traden sie 10-mal, 50-mal, 100-mal, 500-mal. Weil sie wissen, solange diese Strategie funktioniert, werde ich damit Geld verdienen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas falsch mit der Strategie. Dann muss ich die Strategie ändern oder anpassen oder nachjustieren. Weil natürlich Wirkungszusammenhänge, Kausalketten, Korrelationen, die ändern sich auch. Das heißt, Strategien müssen natürlich auch laufend angepasst werden. Aber ansonsten geht es einfach darum, sich einen statistischen Vorteil zu verschaffen mit einer Strategie und dann konsequent diese Strategie zu traden und nichts anderes und sich wirklich sklavisch und diszipliniert an die Umsetzung dieser Strategie zu halten, weil dann werde ich vom Spieler im Casino zum Casino-Betreiber, weil ich weiß, am Ende des Tages, am Ende der Woche werde ich mit dieser Strategie Geld verdient haben. Und das ist halt dieses Mindset, was ich dafür brauche, zu verstehen. Natürlich werde ich regelmäßig Verluste machen. Die darf ich nicht persönlich nehmen. Die darf ich nicht zu sehr an mich ranlassen, weil das hat nichts mit meinem Können zu tun, sondern allein damit, dass im Trading Verluste zum Tagesgeschäft dazugehören. Ich kann es nicht vermeiden, ich kann es nicht verhindern. Ich muss es einfach nur lernen, das mit meiner Psyche zu vereinbaren, dass ich mich eben nicht als Verlierer fühle, sondern verstehe, dass diese regelmäßigen Verluste wie in einem Casino dazugehören. Wichtig ist, dass ich am Ende des Tages mit meiner Strategie erfolgreich bin. Das fand ich nochmal eine interessante Lektion hier. Gehen wir nochmal weiter hier. Hier ist nochmal, damit wir noch ein bisschen Zeit für Fragen haben, hier ist nochmal das Buch, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Es ist brandaktuell. Hier sind sehr, sehr viele Strategien erklärt. Hier geht es auch darum, wie ich das entsprechende Mindset entwickle, wie ich Resilienz entwickle. Hier sind auch sehr, sehr viele Übungen drin aus dem psychotherapeutischen Ansatz, aus der systemischen Theorie. Hier sind Atemtechniken drin, hier sind Affirmationen drin. Hier ist also sehr viel auch aus der positiven Psychologie drin, wie ich es lernen kann, besser mit Verlusten umzugehen, wie ich es lernen kann, eben auch das richtige Mindset zu entwickeln. Das würde den Rahmen hier sprengen, hier drauf einzugehen, bis hin zu, was es ja auch gibt, Biofeedback-Methoden, die sehr, sehr interessant sind.
oder eben auch Geräte, also aus dem Neurofeedback-Bereich, wo ich Gehirnströme messen kann und mich auch in einem bestimmten gewünschten Zustand regulieren kann. Also Zustand heißt immer, ich muss es ja schaffen, dass ich diese Balance zwischen Emotion und Kognition hinbekomme, dass ich in einem ausgeglichenen Zustand bin. Und das ist wirklich entscheidend. Hier haben wir nochmal die Grundregeln. Hier nochmal ein ganz kleiner Ausblick, weil ich da ein paar Mal nach gefragt wurde. Das ist so im Coaching, in der Beratung, was ich an Modulen anbiete. Das sind hier die Profile in der Eignungsdiagnose mit dem Auswertungsgespräch und den Studien, die dir zur Verfügung gestellt werden. Und das baut dann so sukzessive auf. Und ich biete auch ab und zu Seminare an. Ich habe das immer mal wieder mit André Stagge zusammen gemacht. Wenn da genug Interessenten zusammenkommen, biete ich die immer mal wieder an, aber unregelmäßig. Deshalb, wer da Interesse hat, einfach mal nachfragen, mir eine E-Mail hinterlassen. Über die Website ist das alles zu finden und was ich da sonst so anbiete. Aber ich würde es jetzt erstmal dabei belassen, wenn man hier die ganze Zeit ins Mikrofon quatscht und kein Feedback bekommt, weiß man gar nicht, ob überhaupt noch jemand dabei ist. Deswegen, ich würde jetzt mal an den Manuel übergeben und bin gerne bereit, für Fragen zur Verfügung zu stehen und hoffe, dass da so ein bisschen Interesse ist. Und wir haben ja noch eine Viertelstunde Zeit, dass wir da eingehen können. Manuel. Ja, danke dir erstmal, Roland. Und es sind auch Fragen da. Ich schaue mal, der Karl-Heinz hat gefragt, wie definieren Sie denn nicht mehr funktionierende Strategie? Also wenn ich merke, dass ich eine bestimmte Strategie habe, meinetwegen, wenn ich den Euro-Dollar in einem bestimmten Zeitfenster handle und merke, dass ich nur noch Verlust-Trades mache, dass der Entry-Point immer wieder falsch ist, dass meine Exit-Points falsch sind, dass ich vielleicht meine Stop-Losses immer wieder zu eng setze, weil ich werde permanent abgefischt und so weiter, dann muss ich natürlich an dem System feinjustieren. Dann stimmt an meiner Strategie etwas nicht. Und ich kann das ja immer wieder backtesten auf Demokonten. Und in der Regel ändern sich ja die Märkte so schnell auch nicht. Wenn ich dann feststelle, dass ich mit diesem Setup, also mit der Setzung von Stop-Loss und Take-Profit, dass ich damit in der Vergangenheit nie erfolgreich gewesen wäre, dann werde ich damit in der Zukunft auch nicht erfolgreich sein. Also sowas kann man ganz gut backtesten. Und das ist einfach das, was ich jedem empfehle. Und wer nicht mit Demokonten arbeitet oder da jetzt nicht groß backtesten will, der sollte einfach im Trading dann aufpassen. Wenn ich feststelle, dass ich eigentlich 80% Verlust-Trades mache mit der Strategie, dann stimmt irgendwas an der Strategie nicht. Die sollte man dann dementsprechend anpassen. Wir haben Feedback von Günther, das gebe ich dir auch mal weiter. Super Vortrag, perfekt meine Stärken und Schwächen analysiert und das nur in einem Vortrag auf der WOT. Also ich glaube, da hast du schon bei Günther ins Schwarze getroffen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Parforce-Ritt gewesen, weil das, was ich hier nun mal so angeschnitten habe, das ist eigentlich der Stoff von einem 2- oder 3-Tages-Seminar, wo man wirklich auch sehr viel in praktische Übungen reingeht, auch ins Thema Mentaltraining reingehen kann. Weil am Ende des Tages, ich brauche halt ein bestimmtes Mindset. Ich brauche eine bestimmte innere Überzeugung, auch die Fähigkeit, wie ein Casino-Betreiber in den Handel reinzugehen, um damit auch nachhaltig erfolgreich sein zu können. Ja, also wenn Sie noch Fragen haben, dann wäre jetzt der Moment, an Roland die Fragen zu stellen. Ich gebe sie gerne weiter, immer her damit. Wenn wir vielleicht noch mal ein ganz kurzes Beispiel machen. Ich meine, du hast so viel jetzt schon gebracht und es war auch schon alles so mit dabei. Aber ich glaube, so ein Verlust-Trade oder man sieht die Verluste vor sich. Man hat in Lufthansa investiert und dachte, die geht jetzt nach der Pandemie wieder steil nach oben und jetzt hat man 30%, aber auch noch Verluste. Wie geht man mit sowas um? Sollte man einfach verkaufen, Augen zu und durch oder langfristig hoffen, dass die Lufthansa in 2 Jahren wieder oben auffliegt? Wie würdest du sagen, wie geht man mit solchen Dingen um? Ja, das hängt mal davon ab, mit welcher Strategie du in die Lufthansa investiert hast. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt TeamViewer. Da hatte ich jetzt so einige Gespräche gehabt in den letzten Tagen, die nach den Ad-Hoc-Ankündigungen ja ziemlich abgetaucht sind und mit ihren Zahlen ja auch sehr enttäuscht haben. Das ist natürlich die Frage, wenn ich langfristiger Investor bin und von der Story überzeugt bin, dann sitze ich solche Einbrüche aus, weil ich habe einen Investitionshorizont von, weiß ich nicht, mehreren Jahren.
Wenn ich aber Daytrader oder Swingtrader bin und jetzt die Lufthansa gekauft habe mit einem Horizont von, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Wochen und ein bestimmtes Ziel damit verfolge und glaube, aufgrund bestimmter Entwicklungen, charttechnischer Indikationen oder was auch immer, dass die Aktie 20% steigen müsste und jetzt bricht die aus irgendwelchen Gründen ein, dann habe ich ja hoffentlich ein Stop-Loss-Limit vorher installiert. Das heißt, ich bin ja längst ausgestoppt worden, nicht mehr so Aktie raus. Das heißt, wenn ich kein Stop-Loss drin habe und ich sitze jetzt auf einem fetten Verlust, dann habe ich erstmal grundlegend was falsch gemacht. Und wie ich dann reagiere, ist halt eine Frage des Investitionshorizontes. Ich meine, was dann typischerweise passiert, ist dieses Mental Accounting. Dann packe ich diese Aktie aus dem Trading-Zeitfenster ins langfristige Investment-Zeitfenster rein und sage, okay, das ist jetzt ein Langfristinvestment. Das ist ja das, was dann auch gerne gemacht wird. Aber vom Grundsatz her dürfte dieser Verlust eigentlich nicht passiert sein. Sei denn, ich bin sehr langfristiger Investor und Anleger und sage, egal was passiert, ich bin überzeugt von dem Wert, ich lasse den mal 10 Jahre im Depot liegen. Dann ist das natürlich ein ganz anderer Ansatz. Ja, absolut. Wir haben eine weitere Frage von Matthias. Wie viel Prozent Rendite ist mit der Tages- und Wochenstrategie unter Einhaltung der Risiko- und Money-Management-Regeln im Jahr möglich? Ja, das ist mir die Frage, welche Asset-Klasse man hat, in welchen Instrumenten man unterwegs ist, wie risikofreudig ich letztlich bin. Das heißt, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Aber wenn ich, es geht am Ende des Tages, es geht nur darum, man sollte ja auch zum Beispiel, wenn man einen bestimmten Betrag investieren will, man hat eigentlich, keine Ahnung, man hat 100.000, 200.000 Euro und will die investieren. Ich meine, das nehme ich ja nicht alles ins kurzfristige Trading rein. Dann sage ich, okay, 50% davon ist langfristiges Investment. Dann nehme ich mir ein paar Core-Aktien oder ich gehe in Commodities oder Kryptos oder was auch immer. Und ich nehme einen kleinen Teil von meinem Portfolio, mit dem ich aktiv traden will. Und dann entwickle ich Strategien. Da sage ich, okay, ich gehe wirklich ins hochspekulative Kurzfrist-Trading rein, dass ich wirklich sage, ich nehme hier gehebelt über CFDs oder ich gehe über ein Future oder was auch immer und gehe da wirklich gehebelt rein und zocke da im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich alles verlieren kann. Das ist immer eine Frage der persönlichen Strategie und Einstellung. Deswegen kann man solche Fragen auch immer nur schwer beantworten. Ich muss mir einfach darüber im Klaren sein, was will ich erreichen, welche Risiken bin ich bereit einzugehen, in welchem Zeitfenster, mit welchen Positionsgrößen bin ich unterwegs. Und das muss ich immer im Vorhinein machen. Also ich muss mir, bevor ich aktiv werde an der Börse, mir einen sehr klaren Plan machen, weil nur dann bin ich in diesem emotional-kognitiv ausgeglichenen Zustand und kann rational entscheiden. Sobald ich investiert bin im Markt, bin ich nicht mehr rational. Ich bin voreingenommen, ich werde emotional, ich habe nicht die Distanz zu den Positionen und mache unter Umständen große Fehler. Also immer, bevor ich einen Pfennig investiere, einen glasklaren Plan haben mit allen Szenarien, what if, was passiert, wenn das kommt, wenn jenes kommt, wie reagiere ich? Kaufe ich nach, schließe ich sofort, wie setze ich den Stop-Loss und so weiter und so fort. Das ist halt das Entscheidende, dass die Entscheidungen, wie ich vorgehe im Trading, treffe ich immer vorher, nie während des Tradings. Ich meine, das ist, warum verbringen Piloten hunderte von Stunden im Flugsimulator? Damit sie im entscheidenden Moment, wenn sie mit einer voll besetzten Maschine unterwegs sind, nicht mehr nachdenken müssen, was sie jetzt als nächstes tun müssen, sondern automatisch abrufen können, was sie vorher tausendfach trainiert haben. Die nächste Frage kommt von Dennis und Dennis fragt, Trading im Intraday-Bereich ist in Summe eine Angestellten-Tätigkeit, allein schon wegen der Fremdbestimmung von Risikogrenzen bei Angestellten. Nochmal, also Trading im Kurzfristbereich? Im Intraday-Bereich ist in Summe eine Angestellten-Tätigkeit, allein schon wegen der Fremdbestimmung von Risikogrenzen bei Angestellten. Also ich denke, er meint auch, es ist so aufwendig, dass man schon fast einen Vollzeitjob daraus machen könnte. Was er genau mit Angestellten-Tätigkeit meint, Dennis, falls du da noch was zu schreiben willst, gerne. Ja, also sagen wir mal so, der Punkt ist natürlich, wenn ich nebenberuflich trade, habe ich halt nur bestimmte Zeitfenster, in denen ich unterwegs bin, weil ich gehe einer geregelten Arbeit nach. Dann ist natürlich immer der Punkt, was kann ich machen? Also wenn ich so sage, okay, ich habe einen Fulltime-Job, aber ich habe abends so ein Zeitfenster von 2, 3 Stunden,
Klar, dann kann ich natürlich nur im Kurzfristfenster was machen und sagen, okay, ich suche mir jetzt, weiß ich nicht, einen US-Index aus oder was auch immer und den trade ich nach bestimmten Strategien oder ich nehme ein Währungspaar oder ich gehe, was auch immer ich davor habe. Aber auch dafür brauche ich dann glasklare Pläne. Klar, wer im kurzfristigen Zeitfenster als Daytrader unterwegs ist und da wirklich aktiv sein will, während der Handelszeiten, da ist es kaum möglich, einer anderen beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Das ist natürlich schwierig. Ja, der Dennis hat jetzt gerade noch ergänzt, Angestellte haben immer ein fremdbestimmtes maximales Tagesloss. Das ist essentiell, das meinte ich. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Da kann man zum Beispiel einiges von übernehmen, wie professionelle Trading Desks arbeiten. Das heißt, die einzelnen Trader haben natürlich einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Sie haben bestimmtes Kapital, das sie investieren dürfen. Sie haben bestimmte Strategien, die sie traden. Und sie haben immer ein Tagesmaximal-Loss und auch einen tagesmaximalen Gain. Davon auch nicht vergessen. Das heißt, wenn ich als Trader auf einem institutionellen Trading Desk nach einer Stunde Verlustziel in Anführungsstrichen ausgeschöpft habe, dann werde ich aus dem Trading rausgenommen. Das heißt, dann wird regelrecht mein Computer abgeschaltet. Nicht ganz so schlimm, aber dann gehe ich im Grunde in die Analyse und die Nachbereitung rein, wie das passieren konnte, was falsch gelaufen ist und was ich daraus lernen kann. Das Gleiche ist, wenn ein Trader nach ein, zwei Stunden bereits sein Tagesziel erreicht hat an Gewinnen, der wird aus dem Trading rausgenommen. Weil die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß ist, dass in einem Anfall von Selbstüberschätzung diese Verluste auch relativ schnell wieder pulverisiert, die Gewinne wieder sich relativ schnell pulverisieren. Und das ist einfach zu oft passiert. Das heißt, im Trading ist es wirklich so, die sollen ihr Tagessoll erfüllen. Wenn die zu hohe Verluste machen, werden die sofort rausgenommen. Wenn die ihr Gewinnziel erreicht haben, werden die auch aus dem Trading rausgenommen. Das geht natürlich sehr, sehr konsequent zu. Und das ist natürlich das Problem, dass sehr erfolgreiche, professionelle Trader, die dann meinen, sich selbstständig machen zu müssen und in der Selbstständigkeit dann die Millionen verdienen wollen, sehr, sehr häufig, sehr, sehr schnell scheitern, weil dieser disziplinierende Rahmen, den sie vorher auf der Insti-Seite gehabt haben, im Privaten nicht mehr haben und dafür einfach diese Selbstdisziplinierungsfähigkeit brauchen, die sie dann oft nicht haben. Weil versuch mal, wenn du eine Gewinnserie hast und dann der Dopaminschub kommt, dann nach einer Stunde zu sagen, so, jetzt höre ich auf für heute. Ich habe jetzt mein Tagesziel erreicht, ich habe meine Performance hingelegt, ich höre auf. Das machen die wenigsten. Man tradet dann weiter, man geht größere Risiken ein und ruckzuck sind die ganzen Tagesgewinne wieder weg. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Ausführungen. Es wäre noch kurz Zeit für Fragen, falls jemand welche hat. Ansonsten kommen wir auch langsam zum Ende. Hast du so eine bestimmte Anzahl an Aktien, wo du sagst, mehr als 10 Aktien gleichzeitig würde ich mir nicht anschauen, langfristig, kurzfristig? Nein, man kann es entsprechend screen. Man hat ja Tools, man guckt sich alle Werte an, die bestimmte Abschläge haben, die bestimmte charttechnische Marken erreichen und so weiter und so fort. Also ich gehe im Grunde auch so vor, dass ich sage, von der Summe, die ich investiere oder die ich anlege, ist ein gewisser Teil langfristig, da gehe ich dann wirklich ungehebelt in Aktien rein und ein gewisser Teil ist kurzfristig. Und damit kann man dann wirklich auch gezielt in Anführungsstrichen spekulieren und dann wirklich gucken nach dem Motto, das, was ich predige, funktioniert das eigentlich tatsächlich auch. Und das ist einfach eine spannende Erfahrung, wenn man sieht, macht das ja schon sehr, sehr lange, dass man in diese ganzen emotionalen Fallen natürlich selbst immer wieder reintappt. Dass man am eigenen Leib dann auch merkt, wie wichtig es ist, eine Strategie zu haben, einen Plan zu haben, ein Setup zu haben und auch in einem emotional ausgeglichenen Zustand zu sein. Und das macht einfach den entscheidenden Unterschied. Ansonsten, die Gefahr ist einem immer zu groß, dass ich in einen Verlust reinlaufe und solche Verluste machen halt so viel kaputt, was man vorher über Wochen und Monate aufgebaut hat. Und das muss einfach nicht sein. Wir haben noch von Ingo eine Anmerkung oder Frage. Bei Verlust den institutionellen Trader rausnehmen, ist klar, bei Gewinn nicht. Das heißt doch, dass das Marktverhalten gerade optimal für das Trading-System ist.
Gut, also die diskretionären Trader auf Trading Desk, also sind ja nicht die Agent Trader, die sozusagen die institutionellen Orders abarbeiten. Es geht ja darum, einen sogenannten Eigenhandel, und der ja bei den Banken immer weiter abgebaut wurde. Aber gerade wenn ich mit Hedgefonds spreche zum Beispiel, die haben einfach die Erfahrung gemacht, klar, es sind Handelssysteme, die traden, die haben bestimmte Strategien, die haben bestimmte Setups, aber es zeigt sich dann oft, dass einzelne Trader, die in den ersten Stunden sehr, sehr erfolgreich waren, im Laufe des Tages einfach Gewinne wieder abgeben. Weil das ist auch so ein statistischer Effekt, der eintritt, weil es gibt keine Strategie, die eine 90-prozentige Trefferquote hat. Wir arbeiten alle mit Setups und Strategien, die Trefferquoten von 50-60% haben. Und wenn ich einfach in der Lage bin, einzelne Gewinne laufen zu lassen, aber Verlusttrades relativ schnell zu beenden, dann habe ich natürlich unter Umständen zügig mein Tagessoll erreicht an Gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach statistisch nachweisbar relativ groß, dass ich im Laufe des Tages einfach einen Teil der Gewinne wieder abgeben werde. Und deswegen sagen das Hedgefondsmanagement oder bei Portfolio-Managern, die sagen ganz einfach, nee, das macht einfach keinen Sinn. Du hast jetzt eine Gewinnserie gehabt und das wird sich aller Wahrscheinlichkeit im Laufe des Tages nicht fortsetzen. Es kommen dann auch wieder die Verluste. Es sei denn, ich habe eine Strategie, die eine, weiß ich nicht, 90-prozentige Trefferquote hat. Aber die gibt es nicht. Diesen heiligen Gral gibt es nicht. Ja, die hätten, glaube ich, sehr viele sehr gerne. Aber wie du auch sagst, das ist dann zumindest nichts Seriöses oder langfristig Legales, würde ich mal sagen. Ja, man fällt gerne drauf rein und man mag und man will auch dran glauben. Es muss doch diese eine Strategie geben, diesen heiligen Gral im Trading, dass man damit reich werden kann. Das ist natürlich auch, was viele im Markt da draußen versprechen. Aber das ist natürlich höchst unseriös, weil diese Strategien gibt es nicht. Es gibt sie einfach nicht. Der Matthias hat noch eine Anmerkung. Super Vortrag, vielen Dank und einen schönen Tag. Das wünschen wir dir auch, Matthias. Ja, Roland, damit sind wir schon am Ende. War eine volle, interessante Stunde. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Input, den du uns gegeben hast. Ja, herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Manuel, ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich mal wieder. Absolut. Spätestens, glaube ich, nächstes Jahr sehen wir uns auf Börsentagen und Messen, glaube ich, wieder. Genau. In dem Sinne, schönes Wochenende und viel Spaß noch.